Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Joggler66, Hour of the Truth, Stunde der Wahrheit. In einem weiteren Teil des Buches von Babylon nach Rom von Alexander Hislop sind wir inzwischen angekommen im siebten Kapitel und dem letzten Kapitel des Buches und werden erst eine kleine Einleitung besprechen, historische und prophetische Betrachtung der beiden Entwicklungen, die wir ja inzwischen in den vorgehenden sechs Kapiteln sehr gut gelernt haben, welche Entwicklungen das war. Nun, ich war eigentlich sehr positiv und euphorisch fast, als ich mit dem siebten Kapitel angefangen hatte, weil ich sagte, ja, ich bin auf Seite 207 und das Buch geht im Grunde bis knapp Seite 263, dann kommen nur noch Anhänge und Fußnoten und das dauert ja jetzt nicht mehr so lange, bis ich mein neues Projekt in Angriff nehmen kann, auf das ich mich schon so lange freue. Und dann habe ich angefangen, darin zu lesen und habe feststellen müssen, dass Anhänge und Fußnoten das also noch eine ganze Zeit in Anspruch nehmen werden, dass wir uns da noch eine ganze Zeit mit beschäftigen werden, bis ich mit diesem Buch fertig bin. Und habe die letzten Tage über knapp 30 Seiten gelesen in diesem letzten Kapitel in der Vorbereitung und hier und da habe ich gedacht, ja, da gibt's ja jede Menge drüber zu erzählen. Das ist ja sehr, sehr interessant, um das zu folgen. Also wollen wir mal sehen, wie weit wir heute kommen. Für diejenigen, die mitlesen, wie gesagt, Anfang Kapitel 7, Seite 207 im PDF, da fange ich an zu lesen. Für diejenigen, die das gerne in ihrem eigenen Buch oder PDF mitverfolgen wollen, zum Mitlesen dabei. Historische und prophetische Betrachtung der beiden Entwicklungen. Dann fangen wir mal an und setzen den Anfang vom Ende. Bisher haben wir die Geschichte der beiden Babylons hauptsächlich im Detail untersucht. Jetzt wollen wir sie als organisierte Systeme betrachten. Das abgöttische System des alten Babylon durchlief in den verschiedenen Zeitabschnitten seiner Geschichte unterschiedliche Phasen. In der prophetischen Beschreibung des modernen Babylon gibt es offensichtlich ebenfalls eine Entwicklung verschiedener Mächte zu verschiedenen Zeiten. Weisen diese zwei Entwicklungen irgendeine charakteristische Beziehung zueinander auf? Da geht das ganze Buch im Grunde ja drum. Und die Antwort ist ja. Wenn wir den Bezug zwischen der religiösen Geschichte des altbabylonischen Heidentums und den prophetischen Symbolen herstellen, die das organisierte Wirken des Götzendienstes in Rom andeuten, so werden wir feststellen, dass dies ebenso viel Licht auf diesen Aspekt der Sache wirft, wie auf den, der bisher unsere Aufmerksamkeit in Anspruch nahm. Die Mächte der Gesetzlosigkeit, die im modernen Babylon am Werk sind, werden besonders in den Kapiteln 12 und 13 der Offenbarung beschrieben. Und zwar sind es die folgenden: Erstens, der große rote Drache. Zweitens, das aus dem Meer heraufsteigende Tier. Drittens, das aus der Erde aufsteigende Tier. Und viertens, das Bild des Tieres. In jeder Hinsicht wird sich bei einer Untersuchung dieser Mächte herausstellen, dass bezüglich der Reihenfolge der Entwicklung des Heidentums des alttestamentlichen Babylon der exakte Typus oder das Urbild des Heidentums des Neuen Testaments war. Abschnitt 1: Der große rote Drache, auch der Name dieses Videos. Dieser furchtbare Feind der Wahrheit wird besonders in Offenbarung 12, Vers 3 beschrieben. Und wie in der Bibel geschrieben, in der Schlachterbibel 1951, Zitat: Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel. Siehe, ein großer, feuerroter Drache, der hatte sieben Köpfe und 10 Hörner und auf seinen Köpfen 7 Kronen. Ende Zitat. Es wird von allen Seiten zugegeben, dass dies der erste große Feind ist, der zu Evangeliumszeiten die christliche Gemeinde angriff. Wenn man die Begriffe, mit denen er beschrieben wird, und die ihm zugeschriebenen Taten in Erwägung zieht, wird man feststellen, dass eine große Analogie zwischen ihm und dem ersten Feind überhaupt besteht, der gegen die alte Gemeinde Gottes kurz nach der Sintflut auftrat. Der Begriff des Drachen neigt durch die allgemein mit ihm in Verbindung gebrachten Assoziationen dazu, den Leser irrezuführen, indem er ihm die fabelhaften Drachen des Mittelalters mit Flügeln ausgestattet vor Augen malt. Zu der Zeit, als diese göttliche Beschreibung gegeben wurde, hatte der Begriff des Drachen keine solche Bedeutung, weder unter weltlichen noch unter geistlichen Schreibern. Der Drache der Griechen, sagt Pausanias, war nur eine große Schlange.
Und der Zusammenhang zeigt, dass genau dies hier der Fall ist. Denn was im dritten Vers ein Drache genannt wird, wird in Vers 14 einfach als Schlange beschrieben. Das Wort, das hier mit Rot wiedergegeben ist, bedeutet eigentlich feurig, so dass roter Drache dann feurige Schlange oder Feuerschlange bedeutet. Genau so scheint es in der ersten Form des Götzendienstes gewesen zu sein, wie sie in der alten Welt unter der Schirmherrschaft des Nimrod aufkam. Die Feuerschlange in den Ebenen von Shinar scheint der große Gegenstand der Anbetung gewesen zu sein. Es gibt zwingende Beweise, dass der Abfall unter den Söhnen Noahs mit der Feueranbetung begann, und zwar in Zusammenhang mit dem Symbol der Schlange. Nun, wir haben bereits bei unterschiedlichen Gelegenheiten festgestellt, dass Feuer als Erleuchter und Reiniger verehrt wurde. Nun, so war es ganz am Anfang, denn die Zeugnisse der Antike besagen, dass Nimrod derjenige war, der mit dieser Feueranbetung begonnen hatte. Dass Nimrod und Ninus identisch sind, wurde bereits bewiesen, und unter dem Namen Ninus wird er auch als derjenige hingestellt, der dieselbe Praktik ins Leben rief. In einem Fragment von Apollodoros wird gesagt, Zitat, Ninus lehrte die Assyrer, das Feuer anzubeten. Ende Zitat. Die Sonne als große Licht- und Wärmquelle wurde unter dem Namen Baal verehrt. Dass nun die Sonne unter diesem Namen in der Frühzeit der Welt verehrt wurde, zeigt den kühnen Charakter dieser ersten Anfänge des Abfalls. Es gibt Menschen, die so tun, als wenn die Verehrung der Sonne und der Himmelskörper etwas sehr Entschuldbares wäre, in das die Menschheit sehr leicht und sehr unschuldig fallen kann. Aber was sind die Tatsachen? In der frühen Sprache der Menschheit wurde die Sonne Shemesh genannt, das heißt Dienerin. Dieser Name wurde zweifelsohne von göttlicher Seite gegeben, damit die Welt die große Wahrheit im Sinn behielt, dass der Himmelskörper des Tages, wie herrlich er auch immer sein mochte, schließlich doch der erwählte Diener der Freigebigkeit des großen unsichtbaren Schöpfers gegenüber seinen Geschöpfen auf Erden war. Die Menschen wussten das, und doch räumten sie mit dem vollen Wissen darüber der Dienerin den Platz des Herrn ein, nannten die Sonne Baal, das heißt Herr, und verehrten sie dementsprechend. Welche Bedeutung nimmt dann der Ausspruch des Paulus ein, Zitat, weil sie Gott kannten, ihn aber nicht als Gott verherrlichten, Ende Zitat, sondern die Wahrheit Gottes in die Lüge verwandelt und dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben, statt dem Schöpfer, der gepriesen ist in Ewigkeit, Ende Zitat. Der Beginn der Sonnenanbetung und der Anbetung des Himmelsheeres war daher eine Sünde gegen das Licht, eine vermessene, den Himmel herausfordernde Sünde. Wie die Sonne am Himmel das große Ziel der Verehrung war, wurde das Feuer als ihr irdischer Stellvertreter verehrt. Auf diese frühe Feueranbetung spielt Vitruvius an, wenn er sagt, Zitat, die Menschen wurden zuerst zu Staaten und Gemeinschaften zusammengeschlossen, indem sie sich um Feuer herumtrafen. Ende Zitat. Und dies entspricht exakt dem, was bereits über Phoronius erwähnt wurde, auf Seite 105, wenn wir dahin zurückblättern wollen, den wir als Nimrod identifizierten, nämlich, dass man ihn zum einen für den Erfinder des Feuers hielt, zum anderen aber auch für den ersten, der, Zitat, die Menschheit in Gemeinschaften zusammenschloss. Ende Zitat. Nun, zusammen mit der Sonne als dem großen Feuergott und zu bestimmter Zeit mit ihr identisch erklärt, wurde die Schlange verehrt, wie wir hier in der eingeblendeten Abbildung 52 sehen können. Das ist eine phönizische Münze von Maurice aus dem Buch Indian Antiquities. Zitat, in der Mythologie der frühen Welt, sagt Owen, ist die Schlange überall das Symbol der Sonne. Ende Zitat. In Ägypten ist eines der weitverbreitetsten Symbole der Sonne oder des Sonnengottes eine Scheibe mit einer Schlange ringsum. Der ursprüngliche Grund für diese Gleichstellung scheint nur der zu sein, dass, wie die Sonne der große Erleuchter der stofflichen Welt war, die Schlange als der große Erleuchter der geistlichen Welt galt, indem sie der Menschheit die Erkenntnis von Gut und Böse gab. Das steht ja im ersten Buch Mose darin. Na? Nein, ihr werdet nicht sterben, wenn ihr von der Frucht esst, aber ihr werdet Gut und Böse voneinander unterscheiden können und ihr werdet sein wie Götter, hat die Schlange im Garten Eden der Frau versprochen.
Dies freilich schließt eine gewaltige moralische Verderbnis der Redelsführer in einem solchen System ein, in Anbetracht der Zeit, in der es seinen Anfang nahm. Aber das scheint die wahre Bedeutung der Gleichstellung gewesen zu sein. Auf alle Fälle haben wir biblische und außerbiblische Beweise für die Tatsache, dass die Verehrung der Schlange Seite an Seite mit der Verehrung des Feuers und der Sonne begann. Die inspirierte Aussage des Paulus scheint für dieses Thema entscheidend zu sein. Er sagt, weil die Menschen Gott kannten, ihn aber nicht als Gott verherrlichten, vertauschten sie die Herrlichkeit Gottes nicht nur mit einem Bildnis vom verweslichen Menschen, sondern von kriechenden Tieren, das heißt Schlangen. Und das können wir nachlesen im ersten Brief der Römer, Vers 23. Damit stimmt die Geschichte exakt überein. Unter weltlichen Schreibern sagt Sankuniathon, der Phönizier, der wahrscheinlich um die Zeit Josuas lebte, Zitat, Tos schrieb als erster der Schlange und den schlangenartigen Tieren etwas von der göttlichen Natur zu, worin er von den Phöniziern und Ägyptern nachgeahmt wurde. Denn er schätzte, dieses Tier sei das Geistliche aller Reptilien und von feuriger Natur, insofern als es eine unglaubliche Geschwindigkeit an den Tag lege und sich durch seinen Geist fortbewege, nicht durch Hände noch durch Füße. Zudem ist es langlebig und hat die Eigenschaft, seine Jugend zu erneuern, wie Thoth in den heiligen Büchern niederschrieb. Aus diesen Gründen ist dieses Tier in die heiligen Riten und Mysterien eingeführt. Ende Zitat. Nun, wir erinnern uns, dass Thoth der Ratgeber des Tammuz war. Das ist Nimrod. Diese Aussage führt uns dann zu der Schlussfolgerung, dass Schlangenverehrung Teil des frühen Abfalls Nimrods war. Die feurige Natur der Schlange, auf die im obigen Auszug angespielt wird, wird von den heidnischen Dichtern ständig gefeiert. So schreibt Vergil, den kennt ihr ja inzwischen zur Genüge, der Zitat, die den Schlangen zugeschriebene göttliche Natur nutzt, Ende Zitat, wie der Autor von Pompeji bemerkt, die heilige Schlange, die aus dem Grab des Anchises kommt, als sein Sohn Aeneas davor geopfert hatte, mit Worten, die zugleich die Sprache des Phöniziers und die feurige Schlange des vorliegenden Textabschnitts bebildern. Ein kleines Zitat. Kaum hatte er geendet, als mit geflecktem Stolz eine Schlange aus dem Grab zu gleiten begann. Ihr riesiger Umfang wälzte sich in 7 hohen Windungen. Blau war die Breite ihres Rückens, doch gestreift mit schuppigem Gold. So fuhr sie wie auf einer Schaumkrone dahin und schien wie ein sich wälzendes Feuer ihres Weges zu ziehen und das Gras zu versengen. Ende Zitat. Es verwundert dann nicht, dass sich Feuer- und Schlangenanbetung miteinander verbanden. Auch wurde die Schlange, die jedes Jahr ihre Jugend erneuerte, vor denen, die eine Entschuldigung für den Götzendienst suchten, glaubhaft als ein passendes Sinnbild der Sonne dargestellt, des großen Erneuerers, der jedes Jahr das Aussehen der Natur erneuert und der, als er zum Gott erhoben war, als der große Erneuerer der menschlichen Seele verehrt wurde. In dem betreffenden Kapitel wird die große feurige Schlange mit allen Wahrzeichen des Königtums dargestellt. Alle ihre Köpfe sind von Kronen oder Diademen umgeben. Die Feuerschlange oder Sonnenschlange in Ägypten wurde daher im Griechischen Basilik genannt, die königliche Schlange, um sie mit Moloch gleichzustellen, dessen Name wohl auch die Vorstellung sowohl von Feuer als auch von Blut weckt, aber eigentlich König bedeutet. Nun, gerade vorgelesen, die Feuerschlange oder Sonnenschlange in Ägypten wurde daher im Griechischen Basilik genannt. Und daher kommt dann wohl auch der Name St. Peters Basilika, Basilika im Vatikan, wo der selbsternannte König der Könige und Herr der Herren, der Antichrist, residiert. Und vielleicht noch ein weiteres kleines interessantes Wissen möchte ich euch hier hinzufügen. Man sollte auch wissen, was Vatikan im Grunde heißt. Vatikan ist zusammengesetzt aus 2 verschiedenen Worten und bedeutet Vatis, das steht für göttlich, und Kan, Schlange, göttliche Schlange, der Vatikan. Wie passt das, bitteschön, zu dem Titel, den wir hier gerade lesen, der große rote Drache? Wie die Faust aufs Auge, würde ich sagen.
Nun, der Basilik wurde unter den Ägyptern und außerdem vielen anderen Völkern als das Urbild von Majestät und Herrschaft betrachtet. Als solches wurde ihr Bild am Kopfschmuck der ägyptischen Monarchen befestigt getragen, und niemand sonst hatte die Erlaubnis, es zu tragen. Die Sonne, mit dieser Schlange identisch erklärt, wurde Puro genannt, das sowohl Feuer als auch König bedeutet, und von diesem Begriff wurde der, Zitat, großen siebenkronigen Schlange, Ende Zitat unseres Textes, der Beiname Puros oder eben auch feurig gegeben. Und das Wort Puros im Text schließt die Vorstellung von Rot nicht aus, denn der Sonnengott wurde rot gezeichnet, um ihn mit Moloch gleichzusetzen, der zugleich der Gott des Feuers und des Bluts war. Der hauptsächliche Leitgedanke ist jedoch der des Feuers. So wurde die Sonne, der große Feuergott, mit der Schlange gleichgestellt. Aber sie hatte auch einen menschlichen Stellvertreter, nämlich Tammuz, um den die Töchter Israels weinten, mit anderen Worten Nimrod. Die Identität von Nimrod und Zoroaster stellten wir auch bereits fest. Nun, Zoroaster war nicht nur das Haupt der chaldäischen Mysterien, sondern, wie allseits zugegeben, auch das Haupt der Feueranbeter. So, und hier gehen wir dann jetzt in einen Nachtrag N. Das ist das, was ich eben meinte, wo ich dachte von, ach ja, das Buch ist ja nicht mehr so lange. Ja, da habe ich die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Der Nachtrag N mit seinen Fußnoten ist in total ein Dokument von 12 Seiten geworden. Und da muss ich jetzt mal eben rein, weil das ist wichtig zum Verständnis über das Haupt des Feueranbeters, dass wir darin weitergehen. Also, dass Zoroaster das Haupt der Feueranbeter war, mag unter anderem Folgendes beweisen. Dafür ist das Zeugnis von Plutarch von Bedeutung, um nicht zu erwähnen, dass der Name Zoroaster fast ein Synonym für Feueranbeter ist. Es gibt hier jetzt eine kleine Stelle, da wird Latein vorgelesen, das erspare ich mir. Dass die Einführung der Magier sehr weit zurückreicht, wird durch die bereits erwähnte Aussage des Aristoteles bewiesen, wie wir sie bei Theopompos finden und nach der sie älter als die Ägypter waren, deren Zeitraum gut bekannt ist. Plutarch anerkennt, dass Zoroaster bei den Chaldäern die Magier einführte, zu deren Nachahmung auch die Perser ihre Magier hatten. Die arabische Geschichte, herausgegeben von Erpenius, berichtet auch, dass Zarathustra bzw. Zerdusht die Religion der Perser und Magier, die in viele Sekten unterteilt waren, nicht zum ersten Mal einführte, sondern nur reformierte. Das Zeugnis des Agathias hat den gleichen Inhalt. Seiner Meinung nach kam die Feueranbetung von den Chaldäern zu den Persern. Dass die Magier bei den Persern die Hüter des heiligen und ewigen Feuers waren, kann man annehmen aufgrund der Aussage von Curtius. Feuer sei vor sie auf silberne Altäre getragen worden, aufgrund der Aussage von Strabo, die Magier hielten auf dem Altar eine Menge von Asche und ein unsterbliches Feuer. Und aufgrund der Aussage von Herodot, ohne sie konnte kein Opfer dargebracht werden. Das hatten wir ja auch schon vorher in diesem Buch gelesen, dass diese Magier immer anwesend sein mussten. Die persischen Magier behaupteten nicht, diese Feueranbetung erfunden zu haben, doch ihre Volksgeschichte führt ihre Herkunft auf die Zeit Hoshangs zurück, des Vaters von Tammuz, der Babylon gründete. Das ist die Zeit Nimrods. Um dies zu bestätigen, stellten wir fest, dass ein Fragment von Apollodoros Ninos zum Haupt der Feueranbeter macht. Layard, der dieses Fragment zitiert, nimmt an, dass Ninos niemand anderes war als Zoroaster. Doch obwohl viele andere den Namen Zoroaster trugen, laufen alle Beweise nachweislich in einem Punkt zusammen und zeigen, dass Ninos, Nimrod und Zoroaster eine Person waren. Zoroaster, nicht Zoroaster, Entschuldigung. Die Legenden von Zoroaster zeigen, dass er nicht nur als Magier, sondern auch als Krieger bekannt war. Plato sagt, dass Eros Armenios, von dem Klerikus in De Chaldeis sagt, er sei dieselbe Person wie der vierte Zoroaster, starb und nach 10 Tagen auferstand, nachdem er in der Schlacht getötet worden war, und dass er das, was er angeblich im Hades, also in der Hölle, wie man das früher so nannte, erfahren hatte, den Menschen in seinem neuen Leben weitergab. Das lesen wir in Plato, De Republica, also die Republik, Seite 614.
Wir haben auch festgestellt, dass der Tod Nimrods, des echten Zoroaster, nicht der Tod eines in der Schlacht getöteten Kriegers war. Und doch spricht diese Sage vom Krieger Zoroaster völlig zugunsten der Annahme, dass der echte Zoroaster, das echte Haupt der Magier, nicht nur ein Priester war, sondern auch ein Kriegerkönig. Überall werden die Zoroastrin oder Feueranbeter Guebren oder Gabren genannt. Nun, im 1. Buch Mose, Kapitel 10, Vers 8, beweist, dass Nimrod der Erste, der Gabren war. Zitat: Auch zeugte Kusch den Nimrod, der fing an, ein Gewaltiger zu sein auf Erden. Ende Zitat. 1. Buch Mose, Kapitel 10, Vers 8. Wie Zoroaster das Haupt der Feueranbeter war, so offensichtlich auch Tammuz. Wir haben bereits Beweismaterial durchgearbeitet, das ausreichend nachweist, dass Tammuz und Nimrod identisch sind. Doch ein paar Punkte mögen es noch klarer beweisen, falls ihr noch irgendwelche Zweifel habt, und die frühere Feueranbetung noch mehr beleuchten. Erstens. Zunächst ist erwiesen, dass Tammuz und Adonis dieselbe Gottheit ist. Hieronymus, der in Palästina lebte, als die Riten des Tammuz praktiziert wurden, bis zu der Zeit, zu der er schrieb, stellt in seinem Kommentar zu Hesekiel, Kapitel 8, Vers 14, ausdrücklich Tammuz mit Adonis gleich, wo beschrieben wird, wie die jüdischen Frauen um Tammuz weinten. Und das Zeugnis des Hieronymus zu diesem Thema ist allgemein anerkannt. Die Riten von Tammuz oder Adonis in Syrien wurden im Wesentlichen in der gleichen Art wie die Riten des Osiris gefeiert. Die Aussage von Lukian aus Dedea Syria, Band 3, Seite 454, zeigt dies deutlich und Bunsen erkennt dies eindeutig an. Dass Osiris und Nimrod miteinander identisch sind, wird ausführlich im Hauptteil dieses Werkes nachgewiesen. Wenn also Tammuz oder Adonis mit Osiris gleichgestellt wird, folgt natürlich daraus die Identität von Tammuz und Nimrod. Dies stimmt dann völlig mit der Aussage Bions in seiner Klage um Adonis überein, wo er beschreibt, wie Venus in rasendem Kummer wie eine Bacchantin nach dem Tod des Adonis durch Wälder und Täler geht und ihren assyrischen Gatten anruft. Es stimmt ebenfalls mit der Aussage von Maimonides überein, dass der große Schauplatz des Weinens um den getöteten Tammuz der Tempel von Babylon war. Geht nochmal zurück auf Seite 64 und da könnt ihr das vergleichend lesen. Zweitens. Wenn also Tammuz Nimrod war, bestätigt die Untersuchung der Bedeutung des Namens, dass Nimrod mit der ersten Feueranbetung in Zusammenhang stand. Nach allem, was bisher gesagt wurde, muss kein Beweis mehr dafür erbracht werden, dass es zu Nimrods Ehre geschah, wenn die Kinder für Moloch durch das Feuer gehen mussten. Der Grund? Die Chaldäer waren ja die Ersten, die den Namen und die Macht von Königen einführten, wie wir bei Syncellus Band 1, Seite 169 nachlesen können. Und Nimrod war unzweifelhaft der Erste dieser Könige und folglich der Erste, der den Titel Moloch, also König, trug. Die Absicht, die hinter dem Durchs Feuer gehen stand, war zweifellos die der Reinigung. Da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Der Name Tammuz bezieht sich offensichtlich darauf, denn er bedeutet vervollkommnen, das heißt reinigen durch Feuer. Von Tam, vervollkommnen, und Mus, verbrennen. Reinen Herzens zu sein ist in der Bibel das gleiche wie vollkommenen Herzens sein. Die bekannte Bezeichnung Deukalion, die mit der Flut in Verbindung gebracht wird, scheint in Wechselbeziehung zu dem Begriff Wasseranbeter zu stehen. Duk Kale bedeutet reinigen durch Waschen, von Duk waschen und Kale vervollständigen oder vervollkommnen. Das Substantiv des letzten Verbs, das in 2. Chroniken Kapitel 4 Vers 21 vorkommt, zeigt, dass die Wurzel reinigen bedeutet, denn vollkommenes Gold, so die englische Übersetzung, wird von der Septuaginta zu Recht mit reines Gold wiedergegeben. Da gehen wir immer mal kurz in das Zitat aus 2. Chroniken, Kapitel 4, Vers 21. Zitat: Und das Blumenwerk und die Lampen und die Lichtscheren von Gold, das alles war von feinstem Gold. Ende Zitat. Nun, es gibt einen Namen, der manchmal für den König der Götter verwendet wird und für dieses Thema von Bedeutung ist. Dieser Name lautet Akmon. Was bedeutet er? Er ist offensichtlich einfach die chaldäische Form des hebräischen Kmn,
also KHMN. Wie ihr ja wisst, im Hebräischen gibt es ja keine Vokale. Das besteht ja nur aus Konsonanten. Und das KHMN, von dem dieses Akmon kommt, bedeutet Brenner. Das genauso zu Akmon wird wie das Hebräische dem Blut, zum chaldäischen Adem. Hesychius sagt, Akmon sei Kronos. Bei Vergil, wieder einmal, das berühmte Werk der Aeneid vom Vergil, stoßen wir auf diesen Namen in einer Zusammensetzung, die ein exaktes Synonym für Tammuz ist. Pyrakmon ist der Name einer der drei berühmten Zyklopen, die der Dichter vorstellt. Wir stellten fest, dass die ursprünglichen Zyklopen Kronos und seine Brüder waren. Und wenn man den Namen von Pur, der chaldäischen Form von Bur, reinigen, und von Akmon ableitet, bedeutet er einfach reinigender Brenner. Nun, und wenn Nimrod, wie ihn die Pascal Chronicle sowie die allgemeinen Aussagen der Antike beschreiben, der Urheber der Feueranbetung war, bringt dieser Name seinen Charakter diesbezüglich sehr genau zum Ausdruck. Deswegen dieser kleine Einlage eben. Nun, jedenfalls geht aus dem an anderer Stelle zitierten zoroastischen Vers, das könnt ihr mit Seite 223 vergleichen, ganz klar hervor, dass das Feuer selbst als Tammuz verehrt wurde, denn es wird Vater, der alle Dinge vervollkommnete, genannt. In einer Hinsicht stellte dies das Feuer als den schöpferischen Gott hin, andererseits aber besteht kein Zweifel, dass es sich auf das Vervollkommnen der Menschen durch ihre Reinigung bezog. Und insbesondere vervollkommnete es die, die es verzehrte. Genau dies war die Vorstellung, die seit unvordenklichen Zeiten bis vor kurzem dazu führte, dass sich so viele Witwen in Indien auf den Scheiterhaufen ihrer Ehemänner opferten, denn die Frau, die sich so verbrannte, wurde als gesegnet angesehen, weil sie Sati wurde, das heißt rein durch Verbrennen. Damit brachten auch zweifellos die Eltern, die ihre Kinder tatsächlich Moloch opferten, das grausame Opfer in Einklang, denn es herrschte der Glaube, dass das Feuer, das sie verzehrte, sie auch vervollkommnete und zu ewiger Glückseligkeit gelangen ließ. Dass sowohl das Gehen durch das Feuer als auch das Verbrennen im Feuer wesentliche Riten in der Verehrung Molochs bzw. Nimrods waren, ist ein Beweis dafür, dass Nimrod Tammuz war. Und jetzt habe ich noch mal einen kleinen Kommentar. Haben wir hier vielleicht eine Erklärung für die Kremation gefunden, wie sie heutzutage bei der Mehrheit der Leichen durchgeführt wird? Wo in der Bibel werden jemals die Verstorbenen verbrannt? Dies scheint für mich, Jörg, ein Hinweis darauf zu sein, dass diese Tradition ebenfalls heidnischen Ursprungs ist, ohne dass es uns natürlich erzählt wird. Und ich würde zu dieser Hypothese meines Erachtens gerne eure Meinung in der Kommentarsektion des Videos lesen. Also würde mich freuen, wenn ihr darüber kommentiert und vielleicht dem zustimmt oder andere Meinung habt und mir vielleicht sagt, was ein anderer Grund ist, warum heute die Mehrheit der Leichen verbrannt, kremiert werden. Aber der Text im Anhang fährt weiter fort. Als Priester und Stellvertreter des vervollkommnenden und oder reinigenden Feuers war er derjenige, also Tammuz, der das Werk der Vervollkommnung oder Reinigung durch Feuer durchführte, und daher wurde er danach benannt. Wenden wir uns den Legenden Indiens zu, so stoßen wir auf die gleichen Beweise wie für Zoroaster und Tammuz als Haupt der Feueranbeter. Das fünfte Haupt Brahmas, das abgeschnitten wurde, weil es durch die Pracht seiner blendenden Strahlen Not über die drei Welten brachte, stellt sich selbst mit Nimrod gleich. Dass von diesem fünften Haupt gesagt wird, es habe die Fäden gelesen, die von den anderen vier Häuptern hervorgebrachten heiligen Bücher, zeigt meiner Meinung nach, also das ist Alexander seine Meinung, eine Reihenfolge auf. Die indischen Fäden, wie sie heute bestehen, scheinen als schriftliche Dokumente nicht allzu alt zu sein. Doch die Legende geht viel weiter zurück als irgendetwas anderes, das in Indien stattfand. Das Schreiben an sich scheint sehr alt zu sein, doch ob es nun irgendein schriftliches religiöses Dokument zu Nimrods Zeit gab oder nicht,
so muss es doch einen Feder gegeben haben. Denn was heißt denn Feder? Offensichtlich ist es das gleiche wie die angelsächsische Edda mit vorangestelltem Digamma. Und beide kommen anscheinend von Ed, Zeugnis, religiöse Aufzeichnung oder Glaubensbekenntnis. Solch ein Bericht oder Bekenntnis muss entweder mündlich oder schriftlich von Anfang an bestanden haben. Und wie sähe diese Reihenfolge von Noah angerechnet aus? Besorus zeigt, dass zur Zeit des Belos, also Nimrod, der Brauch seinen Anfang nahm, Darstellungen wie die vom zweiköpfigen Janus anzufertigen. Angenommen also, Noah, der in zwei Welten lebte, hat zwei Köpfe. Ham ist der dritte, Kusch der vierte und Nimrod natürlich der fünfte. Und dieser fünfte Kopf wurde abgeschnitten, weil er tatsächlich genau das getan hatte, wofür Nimrod abgeschnitten wurde. Ich habe den Verdacht, dass diese indische Sage der Schlüssel für das Verständnis der Bedeutung einer Aussage Plutarchs ist, die so, wie sie wörtlich dasteht, sichtbar absurd ist. Plutarch sagt, Zitat, die Ägypter waren der Meinung, die Finsternis wäre älter als das Licht, und letzteres, also das Licht, sei von Mäusen in der fünften Generation zur Zeit des Neumondes erzeugt worden. Ende Zitat. In Indien finden wir einen Hinweis, dass ein Neumond in einem anderen als dem herkömmlichen Sinn des Begriffs entstand und dass die Entstehung dieses neuen Mondes nicht nur in der indischen Mythologie wichtig war, sondern offensichtlich auch zeitlich mit der Zeit zusammenfiel, als der fünfte Kopf von Brahma die Welt mit seinem unerträglichen Glanz versenkte. Der Bericht darüber, wie er entstand, lautet: Die Götter und die Menschheit waren völlig unzufrieden mit dem Mond, den sie hatten, weil er kein Licht gab, und außerdem waren die Pflanzen dürftig und die Früchte taugten nix, und deshalb wühlten sie das weiße Meer auf, oder wie es im Allgemeinen ausgedrückt wird, sie wühlten den Ozean auf, während alle Dinge vermischt wurden, das heißt in Verwirrung gestürzt, und dann wurde ein neuer Mond mit einem neuen Herrscher ernannt, der ein völlig neues System der Dinge einführte. Aus Indian Antiquities von Maurice erfahren wir, dass genau zu dieser Zeit, als der Ozean aufgewühlt wurde, die Erde in Brand gesteckt wurde, was einen Großbrand zur Folge hatte. Der Name des Mondes nun lautet in Indien Soma oder Som, denn das auslautende A ist eigentlich nur ein Hauch und das Wort findet sich wieder im Namen des berühmten Tempels von Somnaut, was Herr des Mondes bedeutet, und der Mond ist in Indien männlich. Da diese Handlung symbolisch ist, stellt sich natürlich die Frage, wer mit dem Mond oder dem Herrscher des Mondes gemeint sein könnte, der in der fünften Generation der Welt verstoßen wurde. Der Name Som zeigt auch gleich, wer es gewesen sein muss. Som ist einfach der Name Sems, denn Sems Name kommt von Shom, ernennen, und wird berechtigterweise entweder als Som oder, wie im Griechischen, Sem übernommen. Gerade weil man Sem loswerden wollte, entweder nach seines Vaters Tod oder als ihn die Altersschwäche überkam, den großen Lehrer der Welt oder den großen Verbreiter geistlichen Lichts, wurde die Welt in der fünften Generation in Verwirrung gestürzt und die Erde in Brand gesteckt. Dass es angebracht ist, Sem mit dem Mond zu vergleichen, wird klar, wenn wir bedenken, wie sein Vater Noah offenbar symbolisiert wurde. Das Haupt einer Familie wird in der Bibel mit der Sonne verglichen, wie im Traum Josefs, was wir im ersten Buch Mose, Kapitel 37, Vers 9, nachlesen können. Zitat: Er hatte aber noch einen anderen Traum, den erzählte er seinen Brüdern auch und sprach: Seht, ich habe wieder geträumt, und siehe, die Sonne und der Mond und 11 Sterne verneigten sich vor mir. Ende Zitat. Und man kann sich leicht denken, dass Noahs Nachkommen ihn wohl im Allgemeinen als denjenigen ansahen, der wie die Sonne der Welt eine übergeordnete Stellung innehatte. Dementsprechend stimmten Bryant, Davies, Faber und andere darin überein, dass Noah vom Heidentum so symbolisiert wurde. Als jedoch sein jüngerer Sohn, denn Sem war jünger als Japhet, und das lesen wir im ersten Buch Mose Kapitel 10, Vers 21, an die Stelle seines Vaters trat, zu dem die Welt wie zu einem größeren Licht aufgeschaut hatte, wurde natürlich Sem mit dem kleineren Licht, dem Mond, verglichen, besonders von denen, die ihn nicht mochten und gegen ihn rebellierten.
Über das Königreich heißt es im Kapitel 167 von Oriente Onaikrotis, dass die Sonne das Symbol des Königs und der Mond das Symbol dessen ist, der ihm in der Macht am nächsten steht. Dieser Satz aus Symbolical Dictionary von Daubus auf Seite 115 erläutert durch weise Anmerkung meines gelehrten Freundes Reverend A. Forbes aus London zeigt, dass die Schlussfolgerung hinsichtlich der symbolischen Bedeutung des Mondes, zu der ich gekommen war, bevor ich es las, völlig mit dem orientalischen Denken übereinstimmt. Einige hervorragende Bemerkungen über Babylon findet man im selben Band auf Seite 38. Dass nun das Licht zu jener Zeit durch Mäuse erzeugt wurde, bestätigt noch diesen Schluss. Im Chaldäischen heißt die Maus Akbar und Geber bzw. Keber wird im Arabischen, Türkischen und einigen anderen östlichen Dialekten zu Akbar, wie man es aus dem muslimischen Spruch Allah Akbar kennt. Gott ist groß. So läuft also die ganze Aussage Plutarchs, nimmt man die unsinnige Umkleidung ab, einfach darauf hinaus, dass durch die Guebren bzw. Feueranbeter Licht erzeugt wurde, als Nimrod in Opposition zu Sem zur Macht gebracht wurde, dem Stellvertreter Noahs und dem großen Erleuchter der Welt. Das fand ich einen sehr wichtigen Anhang und deswegen habe ich ihn auch vollständig für euch hier vorgelesen. Aber jetzt gehen wir im Buch weiter, am Ende auf Seite 210. Der Nimrod durch Berosus verliehene Titel als erster der babylonischen Könige weist auf dieselbe Tatsache hin. Der Titel lautet Aloros, das heißt Gott des Feuers. Nachdem Nimrod, der Gott des Feuers, Molkgeber war, der gewaltige König, insofern als er der Erste war, der Moloch oder König genannt wurde und der Erste, der mächtig Geber auf Erden zu werden begann, erkennen wir sofort, wo das für Moloch durch das Feuergehen seinen Ursprung hatte und wie es kam, dass der Gott des Feuers bei den Römern Mulkiber genannt wurde. Jedoch wurde er anscheinend erst nach seinem Tode zum Gott erhoben. Rückblickend wurde er dann als das Kind der Sonne oder als fleischgewordene Sonne verehrt. Bei Lebzeiten aber hatte er keine höheren Ansprüche als Vulkan zu sein, Priester Baals, woher sich offensichtlich der andere Name des römischen Feuergottes Vulcanus ableitete. Alles in der Geschichte des Vulcanus stimmt exakt mit der Nimrods überein. Vulcanus war der hässlichste und entstellteste aller Götter. Nimrod wird überall auf der Welt mit den Zügen und dem Aussehen eines Schwarzen dargestellt. Obwohl Vulcanus so hässlich war, dass all die schönen Göttinnen ihn mit Abscheu ablehnten, als er eine Frau suchte, griff das unwiderrufliche Schicksal ein und erließ das Dekret, durch das die schönste der Göttinnen, Venus, mit dem hässlichsten der Götter, Vulcanus, vereint wurde. So hatte Nimrod trotz seiner schwarzen und kuschitischen Gesichtszüge Semiramis, die hübscheste der Frauen, zur Königin. Die Frau des Vulcanus war bekannt für ihr untreues Verhalten und ihre Zügellosigkeit, ebenso die Frau Nimrods, Semiramis. Vulcanus war das Haupt und der Oberste der Zyklopen, das heißt der Flammenkönige. Kuklopen von Kuk, König und Lob, Flamme. So leitet sich das Wort Kuklopen ab. Das Bildnis des großen Gottes wurde mit drei Augen dargestellt, eines davon an der Stirn. Daher die Geschichte der Zyklopen mit dem einen Auge an der Stirn. Haben wir auch das wieder mal gelernt, wo das herkommt. Nimrod war das Haupt der Feueranbeter. Vulcanus war der, der die Blitze schmiedete, durch die solche Verwüstung unter den Feinden der Götter angerichtet wurde. Ninus oder Nimrod scheint in seinen Kriegen mit dem König von Baktrien den Konflikt in ähnlicher Weise weitergeführt zu haben. Von Arnobius erfahren wir, dass zur Zeit des Krieges der Assyrer unter Ninus gegen die Baktrier der Kampf nicht nur durch Schwert und körperliche Kraft geführt wurde, sondern auch durch Magie und Mittel, die von den geheimen Unterweisungen der Chaldäer stammten. Wenn man weiß, dass die Spur der historischen Zyklopen durch den Historiker Castor bis zur Zeit des Saturn
oder Belos, des ersten Königs von Babylon, zurückverfolgt wurde und dass Jupiter, der in eben derselben Eigenschaft wie Ninos, das Kind, verehrt wurde, als er gegen die Titanen kämpfte, Hilfe von den Zyklopen erhielt durch blendende Blitze und Donner, bekommen wir eine ziemlich deutliche Vorstellung von den magischen Künsten, die aus den chaldäischen Mysterien stammten und die Ninos gegen den baktrischen König einsetzte. Es gibt Nachweise dafür, dass bis in eine späte Zeit die Priester der chaldäischen Mysterien die Zusammensetzung des furchtbaren griechischen Feuers kannten, das unter Wasser brannte und dessen Geheimnis verloren ging. Und es kann kaum Zweifel daran geben, dass sich Nimrod beim Aufrichten seiner Macht solcher oder ähnlicher wissenschaftlicher Geheimnisse bediente, die er und seine Verbündeten allein besaßen. Die Initiierten. In dieser und anderen Hinsichten, die man noch betrachten sollte, besteht eine exakte Übereinstimmung zwischen Vulcanus, dem Feuergott der Römer, und Nimrod, dem Feuergott Babylons. Was den klassischen Vulcanus angeht, so wird er allgemein nur in seiner Eigenschaft als natürlicher Feuergott dargestellt. Doch wirkt sich die Feueranbetung in den geistlichen Aspekten im Reinigen und Erneuern der menschlichen Seele am effektivsten auf die Welt aus. Die Macht, Beliebtheit und Geschicklichkeit Nimrods sowie auch die verführerische Natur des Systems an sich ermöglichten es, dass er die trügerische Lehre überall verbreitete, und er wurde mit dem wohlbekannten Namen Phaeton dargestellt, der im Begriff war, die ganze Welt in Brand zu setzen oder, ohne die dichterische Metapher, die ganze Menschheit in die Schuld der Feueranbetung zu verwickeln. So, und hier werde ich jetzt auch wieder in einen weiteren Anhang gehen, das ist der Anhang O, in dem nochmals bewiesen wird, wie gefährlich falsche Bibelübersetzungen sind, und da werde ich dann gleich in weiterlesen, in dem Anhang O. Wir lesen also jetzt weiter, Phaeton wird ein Äthiopier genannt, das heißt ein Kuschit. Dafür, dass Phaeton und Nimrod identisch sind, spricht sehr viel. Neben dem prima facie Beweis, den man aus der Aussage erhält, dass Phaeton ein Äthiopier oder Kuschit war, und der Ähnlichkeit seines Schicksals, wie er vom Himmel herabgeworfen wurde, während er den Sonnenwagen als Kind der Sonne fuhr, mit dem Herabwerfen von Molk Geber, dessen Name Gott des Feuers, ihn mit Nimrod gleichstellt. Erstens. Phaeton war laut Apollodoros in Band 1, Seite 354, der Sohn des Titonus. Untersucht man aber die Bedeutung des Namens Titonus, so wird deutlich, dass er selbst Titonus war. Titonus war der Ehemann der Aurora, Dimok unter dem Stichwort, da finden wir das drin. Nun, wie bereits gesagt, bedeutet Aurora im natürlichen Sinne Erwecker des Lichts. In Übereinstimmung damit bedeutet Titonus Anzünder des Lichts oder Inbrandstecker. Phaeton, der Sohn des Titonus, heißt nun im Chaldäischen Phaeton bar Titon. Dies bedeutet jedoch ebenfalls Phaeton, der Sohn, der in Brand steckte. Nimmt man nun an, dass Phaeton und Titonus identisch sind, so setzt dies sogar Phaeton mit Nimrod gleich. Denn wie gesagt, erwähnt Homer in der Odyssee auf Seite 127 die Ehe der Aurora mit Orion, dem gewaltigen Jäger, der erwiesenermaßen mit Nimrod identisch ist. Der Name des berühmten Sohnes, der aus der Verbindung zwischen Aurora und Titonus hervorging, zeigt, dass Titonus in seiner ursprünglichen Eigenschaft tatsächlich derselbe wie der gewaltige Jäger der Schrift gewesen sein muss. Denn der Name dieses Sohnes war Memnon, was Sohn des Gefleckten bedeutet. Dadurch wird der Vater mit Nimrod gleichgestellt, dessen Wahrzeichen das gefleckte Leopardenfell war. Das hatten wir ja auch schon gelesen. Da Ninus oder Nimrod als Sohn seiner eigenen Frau verehrt wurde, nämlich der Aurora, der Göttin der Morgendämmerung, können wir sehen, wie exakt der Bezug zu Phaeton ist. Wenn Jesaja vom König von Babylon sagt, der dessen Stellvertreter war, Zitat, »Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte?« Ende Zitat.
Das kommt aus Jesaja, Kapitel 14, Vers 12. Und bei den Anmerkungen der, eine Anmerkung der Übersetzer in diesem Text sagt, in der englischen King James Bibel steht für Glanzstern Luzifer. Und das macht das Ganze auch gleich viel deutlicher. Denn hier kommt eine Übersetzung, die ein wenig anders lautet. Das ist jetzt aus der Schlachter 1951. Hört mal gut zu. Jesaja Kapitel 14, Vers 12. Wie bist du vom Himmel gefallen, du Morgenstern? Wie bist du zu Boden geschmettert, der du die Völker niederstrecktest? Ende Zitat. Diese Übersetzung der Schlachter 1951 ist falsch. Wie die King James deutlich macht, in der es nicht Morgenstern heißt, sondern Sohn des Morgens. Der Morgenstern ist im Original nämlich Jesus Christus, wie wir in Offenbarung 22, Vers 16 nachlesen können. Durch diese Falschübersetzung wird Jesus zu Luzifer. Darum warne ich immer vor anderen Bibeln als die King James Version. Und wie steht's nun in der Schlachter 1951 in Offenbarung 22, Vers 16? Zitat: Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch solches für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der glänzende Morgenstern. Ende Zitat. Hier wird doch jedem deutlich, wie die Bezeichnung Morgenstern in Jesaja für Luzifer und gleichzeitig in Offenbarung 22, Vers 16 für Jesus Christus gebraucht wird. Von Verwirrung und Verfälschung gesprochen, hä? Nun, Homer sagt, die Ehe von Orion und Aurora, oder mit anderen Worten die Tatsache, dass er als Lichtanzünder erhoben oder zum Urheber der Feueranbetung wurde, sei der Grund für seinen Tod gewesen, da er infolgedessen unter dem Zorn der Götter zugrunde ging. Der zweite Punkt. Dass Phaeton gemeinhin als Sohn der Aurora dargestellt wurde, beweist hinreichend die gängige Geschichte, wie sie von Ovid berichtet wird. Während Phaeton beanspruchte, der Sohn von Phoebus, der Sonne, zu sein, wurde ihm vorgeworfen, er sei nur der Sohn von Merops, das heißt des sterblichen Ehemannes seiner Mutter Klimene. Die Geschichte besagt, dass diese Mutter sich als Aurora ausgab, nicht im natürlichen, sondern im mystischen Sinn des Begriffs, nämlich als die mit Licht schwangere Frau. Folglich wurde ihr Sohn als der große Lichtbringer erhöht, der die Welt erleuchten sollte. Luzifer, Sohn der Morgenröte, der vorgebliche Erleuchter der Seelen der Menschen war. Die Bezeichnung Luzifer oder Glanzstern in Jesaja ist genau das Wort, von dem offenbar Eleleus kommt, einer der Namen des Bacchus. Er kommt von Helel, was erleuchten oder Licht bringen bedeutet, und entspricht dem Namen Titon. Nun haben wir also den Beweis, dass Luzifer, der Sohn der Aurora, der Morgenröte, in der gleichen Eigenschaft wie Nimrod verehrt wurde, als er in seiner neuen Eigenschaft als kleines Kind erschien, denn es gibt eine Inschrift, die so lautet: Bono Deo Puero Phosphoro. Das lesen wir in Wilkinson Band 4, Seite 410. Es ist ferner erwiesen, dass dieser Phaeton bzw. Luzifer, der herabgeworfen wurde, Janus ist. Denn Janus wird Pater Matutinus genannt. Und ein Aspekt der Bedeutung dieses Namens wird zutage treten, wenn man die Bedeutung des Namens der Dea Matuta ermittelt. Dea Matuta bedeutet anzündende oder lichtbringende Göttin. Matuta kommt von demselben Wort wie Titonus, nämlich Zet, Zit oder Zut, was im Chaldäischen zu Tet, Tit oder Tut wird, beleuchten oder in Brand stecken. Von Tit, in Brand stecken, kommt das lateinische Titio, Feuerbrand. Und von, tut mit dem vorangestellten formbildenden M, kommt Matuta, genau wie von Nasse, vergessen, mit dem gleichen formbildenden M, Manasse, vergessen, kommt der Name des ältesten Sohnes Josefs, wie wir im ersten Buch Mose, Kapitel 41, Vers 51 nachlesen können. Zitat: Und Josef nannte den Erstgeborenen Manasse, denn er sprach:
Gott hat mich vergessen lassen, alle meine Mühsal und das ganze Haus meines Vaters. Ende Zitat. Als Wurzel dieses Verbs wird allgemein itzt angegeben. Doch siehe Bakers Lexikon Seite 176, wo auch TZT angegeben ist. Offensichtlich kommt von dieser Wurzel das bereits erwähnte sanskritische Sati. Und demgemäß wird sie von Priscianus als Aurora identifiziert. Matuta quae significant auroame. Mautitunius ist offenbar einfach die Entsprechung zu Matuta, Göttin der Morgenröte. Janus als Matutinus ist daher Luzifer, Sohn der Morgenröte. Darüber hinaus wird aber Matuta mit Ino gleichgesetzt, nachdem sie ins Meer getaucht und mit ihrem Sohn Meliker in eine Meeresgottheit verwandelt worden war. Folglich ist ihr Sohn Meliker, König der ummauerten Stadt, derselbe wie Janus Matutinus, Luzifer, Phaeton oder Nimrod. Alles vier diese Namen für ein und dieselbe Person. Janus Matutinus, Luzifer, Phaeton oder Nimrod. Es gibt noch ein weiteres Verbindungsglied, durch das Meliker, die Meeresgottheit, oder Janus Matutinus mit dem ursprünglichen Gott der Feuerverehrer in Verbindung gebracht wird. Der gebräuchlichste Name für Ino oder Matuta, nachdem sie durch das Gewässer gegangen war, lautete Leukotoe. Leukotoe oder Leukotea hat nun eine doppelte Bedeutung, denn man kann es entweder von Lukkot herleiten, was beleuchten oder in Brand stecken bedeutet, oder von Lukkot, Ähren essen. In der oben abgebildeten maltesischen Medaille, das ist die Abbildung 37, die ich hier einblende, werden beide Bedeutungen veranschaulicht. Während die Getreideähre neben der Göttin, die sie im Allgemeinen eher in der Hand hält, in ihrer verborgenen Bedeutung in Wirklichkeit darauf verweist, dass sie die Mutter von Bar ist, dem Sohn, weist sie für die Nicht-Eingeweihten auf Spicilega hin, die Ährenleserin, der volkstümliche Name, wie Haidt sagt, denn das Weib mit der Weizenähre stellte im Sternbild die Jungfrau dar. Bei Bryant wird Kybele mit zwei oder drei Getreideähren in der Hand dargestellt, da es nämlich drei sich besonders auszeichnende Personen namens Bacchus gab, gab es folglich auch ebenso viele Bars, und deshalb könnte sie mit einer, zwei oder drei Ähren in der Hand dargestellt werden. Doch kommen wir auf die eben erwähnte maltesische Medaille zurück, wie in Abbildung 37, die ihr hier eingeblendet seht. Die Flammen, die aus dem Kopf der Ährenleserin Leukotea kommen, zeigen, dass sie immer noch Leukotea ist, die Verbrennende oder die Lichtspenderin, obwohl sie durch das Wasser ging. Und die Strahlen um die Mitra des Gottes auf der Rückseite stimmen ganz mit dem Wesen des Gottes Eleleus oder Phaeton überein, mit anderen Worten des leuchtenden Bar. Dieser leuchtende Bar oder Meliker, der König der ummauerten Stadt, nimmt genau die Stelle von Ala Mahosim ein, dessen Vertreter der Papst ist, wie andernorts bewiesen wurde. Und dazu kommen wir auch noch auf Seite 228 später in diesem Buch. Doch ist er auch die Meeresgottheit, die in dieser Eigenschaft die Mitra Dagons trägt. Und da vergleichen wir die Holzschnitte der Abbildung 37 und 49 miteinander, wo verschiedene Formen derselben maltesischen Gottheit abgebildet sind. Die werde ich hier abwechselnd einblenden in das Video. Die Fischkopf-Mitra, die der Papst trägt, zeigt, dass er auch in dieser Eigenschaft als Tier aus dem Meer der unzweifelhafte Stellvertreter Melikertas ist. Und jetzt fahren wir noch eben im Buch fort, nachdem wir diese zwei wichtigen, aber sehr langen Anhänge auch eben besprochen hatten. Also, ich wiederhole eben nochmal den letzten Satz, bevor ich in den Anhang hier reinging, dass wir nochmal den Zusammenhang eben gerade begreifen. Die Macht, Beliebtheit und Geschicklichkeit Nimrods, sowie auch die verführerische Natur des Systems an sich ermöglichten es, dass er die trügerische Lehre überall verbreitete, und er wurde mit dem wohlbekannten Namen Phaeton dargestellt, der im Begriff war, die ganze Welt in Brand zu setzen,
oder, ohne die dichterische Metapher, die ganze Menschheit in die Schuld der Feueranbetung zu verwickeln. Die außerordentlich weite Verbreitung der Verehrung des Feuergottes in den frühen Epochen der Weltgeschichte lässt sich durch Legenden nachweisen, die überall auf der Erde gefunden wurden und durch Tatsachen aus fast jedem Land. So berichten die Eingeborenen Mexikos, dass zu Urzeiten, schon nach dem ersten Menschenalter, die Welt mit Feuer verbrannte. Da ihre Geschichte wie die ägyptische in Hieroglyphen geschrieben war, ist klar, dass dies symbolisch zu verstehen ist. In Indien gibt es eine Legende von genau dem gleichen Inhalt, wenn auch in etwas anderer Form. Die Brahmanen sagen, dass in einer Zeit, die sehr weit in der Vergangenheit liegt, einer der Götter mit solch einem unerträglichen Glanz strahlte und durch seine glänzenden Strahlen heller als 1000 Welten Elend über das Weltall brachte. Dass die Folgen höchst verheerend gewesen wären, wenn nicht ein anderer, mächtigerer Gott eingegriffen und ihn geköpft hätte. In den druidischen Triaden der alten britischen Barden gibt es einen deutlichen Bezug zu demselben Ereignis. Sie sagen, zu Urzeiten sei ein Feuersturm aufgekommen, der die Erde zum großen Meer zerspaltete, dem niemand entging, außer der auserwählten Gruppe, zusammen in der Einzäunung mit der starken Tür. Ja, das ist ja wohl Noah und die Arche, ne? Mit dem großen Patriarchen, der für seine Rechtschaffenheit bekannt war. Das heißt offensichtlich mit Sem, dem Anführer der Gläubigen, die ihre Rechtschaffenheit bewahrten, als so viele im Glauben und guten Gewissen Schiffbruch erlitten. Diese Erzählungen weisen alle auf ein und dieselbe Epoche hin und zeigen, wie mächtig diese Form des Abfalls gewesen war. Das päpstliche Fegefeuer und die Feuer der St. Johannesnacht, die wir bereits behandelten, sowie viele andere Fabeln oder Praktiken, die es noch immer gibt, sind nur Relikte des gleichen alten Aberglaubens. Und mit diesem Satz werde ich diese Lesung des großen roten Drachen beenden und werde nächstes Mal in einem weiteren Teil hiermit weiterfahren. Aber wir haben fast eine Stunde erreicht und ich weiß, es ist eine Menge Information, die man da schlucken muss. Ich hoffe nur, es hat euch gefallen und ihr habt was gelernt und ihr habt vor allen Dingen aufgepasst, als ich die Zitate aus der Bibel gebracht hatte, dass man beim Propheten Jesaja Luzifer, den Morgenstern nennt, der Jesus ist, wie er selbst sagt in Offenbarung 22, und damit Luzifer und Jesus auf ein und dieselbe Stufe stellt. Wenn das keine Verwirrung in der Bibel ist, dann weiß ich es nicht, weil es gibt nur einen Morgenstern und nur einer kann der Morgenstern sein. Entweder der geschaffene, gefallene Engel Luzifer oder aber der von Gott eingeborene Sohn, der Mensch, der als Gott die Erde bewandelt hat, Jesus Christus. Schaut eure Bibeln gründlich nach, kann ich nur als Tipp mitgeben. So, vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Gott schütze und behüte euch auf all euren Wegen. Gott segne euch. Bis zum nächsten Mal. Joggler 66 von Hour of the Truth, Stunde der Wahrheit, meldet sich ab und sagt Tschüss.